Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Ärztemangel in Österreich wird immer größer. Treffen der Städtepartner Frechen und Kapfenberg und das Wetter morgen wieder viel Sonne. Es läuten die Alarmglocken. Mittlerweile dringen sie auch schon an das Ohr der Gesundheitsministerin. Sie soll helfen, das Problem des Ärztemangels zu bekämpfen. Nun sagt man in Kreisen der Allgemeinmediziner, die Botschaft höre ich wohl, jedoch mir fehlt der Glaube. Denn bis zum Jahre 2025 gehen 60% der Hausärzte in Pension. Medizinisch gesehen, der Ärztemangel steht vor dem Kollaps. Eine Therapie ist dringend notwendig. Einst galt der Spruch Ärzteschwemme. Von dem kann heute keine Rede mehr sein. Ärztemangel steht jetzt überall in den Schlagzeilen. Was ist eigentlich der Grund dafür, dass es diesen Ärztemangel sicherlich geben wird, wenn es ihn nicht schon gibt? Den Ärztemangel, den gibt es bereits natürlich. Und es gibt viele Gründe dafür, warum er so zunimmt, und zwar rasant zunimmt. Ich denke, ich bin jetzt 30 Jahre niedergelassener Arzt für Allgemeinmedizin und in diesen 30 Jahren habe ich eigentlich keine Gesundheitsreform erlebt. Man hat zwar ständig davon gesprochen, aber man hat nichts durchgezogen. Die neue Gesundheitsministerin verspricht ja sehr viel. Wenn sie wenigstens 10% davon hält, dann wäre ja eigentlich alles in Ordnung. Diese Versprechen, die kennen wir. Versprochen hat man uns sehr, sehr viel. Und wenn Sie nur diesen einen Slogan hören, wir stärken den niedergelassenen Bereich, dann frage ich mich, wenn ich zurückschaue, meine 30 Jahre, die ich hier in der niedergelassenen Arbeit verbringe, wo bin ich jemals in dieser Zeit gestärkt worden? Ganz im Gegenteil, wir sind unheimlich geschwächt worden. Das ist zum Beispiel ein großes Versprechen, das Sie ständig hören. Man hört ja sehr einseitige Berichterstattungen, das heißt von der Politik, die den Leuten immer klar macht, was sie alles tun. Nur diese Dinge sind nicht passiert und sie passieren auch nicht. Dass es jetzt wieder großartige Versprechungen gibt, wissen wir alle, wir stehen wieder mal vor einer Wahl. Bis zum Jahre 2025 werden etwa 60% der niedergelassenen Ärzte in Pension gehen. Danach ist finster. Ich denke, das ist so gewollt. Das ist für mich eindeutig politisch so gewollt. Wir haben derzeit 4.000 Allgemeinmediziner, Niedergelassene. Wie Sie ganz richtig gesagt haben, 2/3 liegen bei über 55. Das heißt, in den nächsten 10 Jahren werden die in Pension gehen. Nachkommen tut viel zu wenig. Und ich denke, das ist wirklich so gesteuert, dass man den Allgemeinmediziner in Österreich abschaffen will. Ein freudiges Treffen im Haus der Begegnung in Kapfenberg. Sie kamen wieder und werden gerne wiederkommen, die fröhlich gestimmten Besucher aus Frechen bei Köln. Haus der Begegnung, wer begegnet wem? Hier begegnen sich eigentlich alle Kapfenbergerinnen und Kapfenberger. Wir sind auch ein Zentrum für die Vereine in Kapfenberg. Es befindet sich die Berg- und Naturwacht in unseren Räumlichkeiten, die Pensionisten, die Naturfreunde, der Fotoclub Kapfenberg. Also eine Vielfalt an verschiedenen Tätigkeiten, die hier stattfinden. Jetzt gibt es ja den Besuch einer Gruppe aus der Bundesrepublik, aus der Nähe von Köln. Genau, das ist eine Gruppe, die kommt aus Frechen und wir haben die Gruppe heute zu einem steirischen Nachmittag eingeladen. Es wird Fleisch und Krammelknödel geben und ein steirisches Sauerkraut und verschiedene Schmankerl vom Kuchenbuffet. Was war eigentlich der Beweggrund, dass Sie hier in die Steiermark und ins Haus der Begegnung gekommen sind? Der Beweggrund war, Frechen ist die Partnerstadt von Kapfenberg. Und die Kapfenberger kommen ja öfter zum Karneval und so runter. Vor allen Dingen die Feuerwehr hat ja viel mit Kapfenberg zu tun. Und wir waren auch schon des Öfteren privat hier.
Und ich mache jedes Jahr von meiner Kneipe aus eine Tour mit meinen Gästen. Wir fahren nach Wien, nach Dresden, überall hin, aber immer nur einmal. Und vorher Jahr war ich mit der Gruppe hier in Kapfenberg, die waren so begeistert und jetzt sind wir zum zweiten Mal hier. Und was werden Sie alles anschauen oder was haben Sie schon gesehen? Also wir fahren dann morgen nach Mariazell und dann am Freitag zur Teichalm. Am Samstag fahren wir nochmal nach Graz, da waren wir im vorigen Jahr auch schon mal, aber das war zu wenig. Graz muss man sich nochmal angucken. Ja, und dann machen wir unseren letzten Abend hier in dieser Gaststätte beim Harrer. Das war vorher ja super schön und das machen wir jetzt nochmal und dann fahren wir wieder nach Hause. Im Haus der Begegnung in Kapfenberg gab es einen regen Gedankenaustausch und die Freundschaft unserer Gäste aus Deutschland wurde vertieft. Kapfenberg ist oft Ausgangspunkt für Veranstaltungen und rückt damit auch immer wieder in den touristischen Mittelpunkt der Region. Veranstaltungen dieser Art, wo es um die Begegnung und zwischenmenschlichen Begegnungen geht, sind für den Tourismus immer besonders wichtig, weil doch, man kann es so sagen, diese Besuche auch ein Multiplikator sind für den Tourismus. Absolut. Also wir freuen uns natürlich jedes Jahr. Das sind ja ein paar Mal im Jahr kommen Abordnungen aus Frechen, aus Deutschland. Und das ist eine ganz schöne Initiative. Wir hatten ja letztes Jahr 60 Jahre Städtepartnerschaft. Und diese Verbindung ist wirklich jetzt mittlerweile so, dass aus verschiedensten Bevölkerungsschichten aus Frechen Leute zu uns kommen, zu jeder Jahreszeit. Und das ist natürlich, schlägt einen Touristiker das Herz natürlich höher. Sie sind hier wunderbar untergebracht in die heimischen Hotels und genießen die Kulinarik in der ganzen Region. Das ist sehr, sehr wichtig. Und die Bilanz für den Tourismus hebt sich auch? Absolut. Also wir haben generell eine sehr, sehr gute Bilanz vorzuweisen. Die ganze Region Großarm Kapfenberg, aber auch in der Region Obersteiermark, Hochsteiermark, ist heuer sowieso ein Tourismusmagnet. Es kommen viele Gäste, jetzt unabhängig auch von Frechen, aus dem Großraum Wien, aus Niederösterreich, Sommerfrische zu machen. Also wir haben auch tolle, schöne touristische Ecken, Tolles vorzuweisen in dieser Region, was man besichtigen kann. Und eben vor allem die heimische Kulinarik, die gute Natur, die schöne Umgebung. Also es ist wirklich hier für jeden etwas zu finden. Ein Tag, so wunderschön wie heute, wird immer in Erinnerung bleiben. Aber für das Gelingen muss auch immer einer verantwortlich sein. Als Organisator, sind Sie zufrieden? Ja, ich bin mit meinen Schäflein aus Frechen sehr zufrieden. Sie sind gut angekommen in Kapfenberg und sind eine wunderbare Leute, so wie wir Steirer sind. Ja, und der Beweis ist geliefert, da die ja immer wieder kommen. Ja, Gott sei Dank kommen sie immer wieder. Ich hoffe, dass nächstes Jahr wieder kommen. Und die Freundschaft, glaube ich, bleibt aufrecht bei uns. Es gibt wohl nichts Schöneres, als mit Gleichgesinnten friedliche Gemeinsamkeiten zu erleben. Heute war es sonnig und warm mit Höchstwerten um die 29 Grad. Morgen Freitag ein ähnliches Bild wie heute. Bei Sonne erreichen die Höchstwerte an die 30 Grad.